Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. 5 Minuten in der Stille sein und du gehst entspannter in den Tag hinein. Ja, heute geht es mal darum, sich ein bisschen anzuheben. Vielleicht kennst du das ja, dass du dich in Bezug zu anderen Menschen vielleicht ein bisschen niedriger gestellt fühlst, mehr mit Minderwertigkeit zu tun hast. Du traust dich nicht, irgendetwas zu sagen, hältst dich also mehr zurück und denkst dir vielleicht, ja, was die alles weiß und ich bin ja gar nicht so gut und also im Grunde genommen alle sind viel besser als ich. Ja, und das ist dann ein bisschen schade, weil jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, hat eine bestimmte Funktion. Du bist Teil eines gemeinsamen Systems und auch du bist wertvoll in dem, was du tust oder nicht tust. Du musst nicht immer was tun, um wertvoll zu sein. Es reicht auch, wenn du einfach nur da bist. Zum Beispiel stell dir die Sonne vor. Im Grunde macht sie nichts. Sie scheint und macht gar nichts. Und genauso ist es auch mit uns. Allein unser Sein kann was auslösen bei jemand anderen, ohne dass du das vielleicht bemerkst. Du machst eigentlich gar nichts. Du bist nur da und spürst vielleicht auch gar nicht, dass deine Anwesenheit bei jemand anderen etwas bewirkt. Genauso kann auch eine andere Person, die da einfach nur dasteht und bei dir was bewirkt. Zum Beispiel beobachtest du, dass diese Frau ein nettes Lächeln hat oder dass dieser Mann etwas ausstrahlt, wo du dich hingezogen fühlst. Und er steht einfach nur da und macht gar nichts. Genau, und heute geht es darum, dass du dich aufrichtest, dir innerlich geistig vorstellst, ich bin wertvoll mit allem, was ich an mir habe. Und egal, ob du irgendwelche besonderen Fähigkeiten hast oder nicht, das ist überhaupt nicht wichtig. Gut, wenn du mitmachen willst, dann setz dich aufrecht hin, die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Komm bei dir an. Und dann stell dir jetzt geistig vor, ich bin wertvoll und beobachte, wie es dir damit geht.
Gut, dann komm jetzt langsam aus der Meditation heraus. Bewege dich. Wie ging's dir? Hast du für dich eine Veränderung wahrgenommen? Sind irgendwelche Bilder aufgetaucht, Gefühle? Vielleicht auch irgendwelche Ansagen? Ja, also für mich war es so, dass ich dann durch diesen Satz mich viel aufrechter gefühlt habe. Und das Aufrechte strahlt ja auch mehr Selbstbewusstsein aus. Also umso aufrechter du stehst, umso selbstbewusster wirkst du. Ja, und das ist eigentlich das, was so für mich jetzt hier so rüberkam. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, kannst du diese gerne im Kommentarfeld hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich dir einen aufrechten Tag. Zeig dich. Auch du bist wer. Und bis zum nächsten Mal. Lolita Rühle von www.kommindeinekraft.de. Tschüss.